Jetzt freue ich mich, Ihnen einen ganz fantastischen Pianisten vorstellen zu dürfen. Der aber nicht nur Pianist ist, sondern auch Komponist. Er heißt Dejan Lasic, kommt aus Kroatien und hat das große Brahms-Violinkonzert jetzt in eine Fassung für Orchester und Klavier verwandelt. Ein super spannendes Projekt. Ganz besonders, Dejan Lasic hier bei mir zu haben. Dejan, du hast eine große Liebe, das war das Brahms Violinkonzert. Und du hast ein Arrangement für Klavier mit Orchester von das Brahms Violinkonzert gemacht. Genau, das ist jetzt raus, das Geheimnis wurde gelüftet. Ich habe tatsächlich fast sechs Jahre daran gearbeitet und zuerst habe ich das wirklich nur für mich geschrieben. Also es gab keine Commission sozusagen von irgendeinem Orchester, niemand wusste, dass ich das mache. Es war eigentlich gedacht als eine Art Experiment. Und das Interessante war beim Brahms Violinkonzert, dass ich auch natürlich subjektiverweise das für eines der besten Instrumentalkonzerte überhaupt finde. Und das war das erste Konzert, das ich damals hörte, als ich 6 oder 7 Jahre alt war. Das war die erste Platte mit Heifetz und Rainer. Und das kam irgendwie sofort rein, auf die Festplatte im Gehirn. Ich wollte immer eigentlich wegen dieses Konzerts auf Geiger werden. Ja. Ja. Und dann ging ich natürlich auch in die Korrespondenz zwischen Josef Joachim, dem Brahms das Violinkonzert widmete. Und da fand ich interessante Sachen heraus, dass zum Beispiel Brahms das Violinkonzert für Joachim schrieb und nicht unbedingt für die Violine. Mhm. Und viele Zeitgenossen wie Wieniawski oder Sarasate haben sich geweigert, das Violinkonzert zu spielen, weil es ungeigerisch war. Und dann ging ich immer tiefer und tiefer in die Korrespondenz und fand heraus, dass Brahms ausschließlich am Klavier komponierte, das Violinkonzert. Brahms selber hat ja zum Beispiel die berühmte Chaconne von Bach, D-Moll, für Klavier linke Hand bearbeitet. Und also all diese Inspirationsquellen, nicht zuletzt die anderen großen beiden Bs, Bach und Beethoven, die haben ihre Violinkonzerte ebenfalls für Klavier arrangiert. Und das war natürlich für mich quasi ein grünes Licht. Okay, ich kann es versuchen, ich darf es. Es ist kein Tabu eigentlich. Brahms hätte nichts dagegen gehabt. Übrigens, die Aufnahme von Dejans Fassung des Brahms-Violinkonzerts haben wir genau hier in Amsterdam gefilmt. In Hohenems hat es der Zufall ergeben, dass der Geiger Benjamin Schmidt auch dabei war und so Dejan die Möglichkeit hatte, einen Weltklasse-Geiger mit seiner Fassung zu konfrontieren. So erstaunlich das für mich selbst war, ich glaube, dass dieses Violinkonzert am Klavier in dieser Art wirklich funktioniert. Und hochinteressant ist. Das sage ich als Geiger. Also das muss man sich mal vorstellen. Also es ist schon sehr schwer zu überbieten, das ist klar. Ein Geiger kann natürlich vibrieren. Vibrato ist ein wichtiger Bestandteil jedes Streichinstruments. Und wenn man jetzt ein Violinkonzert am Klavier vortragen möchte, muss man andere Mittel greifen. Man kann es natürlich mit der Polyphonie lösen. Das heißt, wir können verschiedene, mehrere Stimmen zur gleichen Zeit spielen. Thank you.
Geige hat den Vorteil, dass man zwei Töne schöner miteinander verbinden kann als auf irgendeinem anderen Instrument. Ich glaube, das ist die echte Errungenschaft der Geige. Und gerade wenn es um so riesige Intervalle geht, wo Brahms sozusagen von ganz oben bis ganz unten die Spanne ausweitet, da war ich auch sehr gespannt. Also im Original klingt das... Wie man das jetzt am Klavier spielen würde, also ich habe mir dann überlegt, ich bewege mich ein bisschen weg vom Brahmschen Stil, rein pianistisch würde es eher nach Liszt klingen, obwohl die Harmonien und so weiter alles immer noch Brahms ist. Und dann haben wir... Wir sind eins. ARD.